Beginnt jetzt die Altcoin-Season. Ein neues Paper von Swiss One Capital will eine Korrelation zwischen dem Zinsniveau und der Bitcoin-Dominanz festgestellt haben. Das bedeutet, dass wenn die Zinsen sinken, dass dann auch die Bitcoin-Dominanz ja, zurückgeht und eine Altcoin-Season eventuell bevorsteht. Was daran dran ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist David Scheider und mir zugeschaltet ist Johannes Maxwade in der anderen Kabine. Ich sag mal, grüß Gott, Johannes. GM David, ich freue mich wieder dabei zu sein, mit dir diesen Podcast zu machen. Und ich würde sagen, lass uns direkt mal reinsteigen. Ne? Genau, bevor wir reinsteigen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es neben dem Recap-Podcast, den ihr jetzt gerade hört, auch noch den Invest- und den Experts-Podcast. Ab der kommenden Woche finden aber alle Formate in einem Channel statt, nämlich dem BTC Echo Podcast Channel. In allen Podcast Apps, also Spotify, Apple, findet ihr dann alle Podcasts unter diesem einen Dach. Und das haben wir für euch gebündelt, weil das sowohl für uns als auch für euch einfacher ist, dann alle Formate zu finden. Also, wie gesagt, ab nächster Woche sehen wir uns dann bei BTC Echo Podcast. Ja, und wenn ihr den Invest Podcast schon abonniert habt bei Spotify und so, dann seid ihr schon an der richtigen Stelle. Ansonsten gerne mal rüber switchen. Übrigens, in der heutigen Folge, alle Aussagen sind wie immer keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema. Sie operieren meist im Hintergrund. Ihre Praktiken gelten in Insiderkreisen als fragwürdig. Und doch sind sie unerlässlich für den täglichen Handel im Crypto-Space. Wir sprechen über Market Maker. Zu Deutsch, ja, Marktmacher. Mit dem jüngsten Schlag des FBI, des DOJ und der SEC gegen die organisierte Kriminalität rücken die Machenschaften von diesen Trading-Firmen ja immer mehr in den Vordergrund und bringen da auch zwielichtige Methoden hervor. Und ich frage meinen Kollegen Johannes, ja, bevor wir über diese Auswirkungen sprechen, die ich da gerade skizziert habe, lass uns doch mal diesen Fall, ja, der, der jetzt aktuell die Runde macht, eben vom FBI, des BOJs und der SEC einmal Revue passieren. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, was ist passiert? Zwei Kryptounternehmen und 15 Personen, die für diese Unternehmen arbeiten, sind nach Ermittlungen des FBI das doj und der sec wie du schon gesagt hast wegen marktmanipulation und betruges angeklagt worden die anklagen richten sich gegen gottbit cm quant cls global sowie gegen führungskräfte und mitarbeiter dieser und weiterer unternehmen und Insbesondere stand dabei halt das Geschäft dieser krypto Market Maker im Fokus. Es gab da einen Artikel von Reuters, der sich das genauer angeguckt hat, beziehungsweise darüber berichtet hat. Und darin heißt es, dass die Staatsanwälte äh, im Prinzip erklären, dass Gottbit von 2018 bis 2024 in Wash Trading Aktivitäten, also einer Form von Scheinhandel involviert waren und eben halt auch in Marktmanipulationen und das Ganze im Auftrag mehrerer Kryptowährungskunden. Ja, wie genau das aussieht, dazu kommen wir gleich. Äh, ebenfalls waren angeklagt diese weiteren Personen, von der die Rede waren, ähm, die eben bei Kryptowährungs-Marketmakern arbeiten und die laut der Staatsanwaltschaft Marktmanipulationsdienste für Kunden anboten. Ich glaube, wir können ja dazu einmal kurz erklären, was Market Maker sind für die Leute, die es nicht genau wissen. Also was für eine Rolle, die eigentlich in Normalerweise regulierten Märkten haben Market Maker, der Name sagt es eigentlich schon, die machen den Markt. Normalerweise funktioniert es ja so, dass wenn du ähm, ein Angebot hast oder ein, ein Angebot gibst für ein Asset, das du verkaufen willst, ähm, dann muss das gematcht werden mit einer entsprechenden Nachfrage von einer anderen Seite. Und dann ist es halt in Märkten häufig so, dass, weiß ich nicht, wenn du 100 Stück von deinem, in diesem Fall sagen wir jetzt einfach Token verkaufen willst, jemand anders, aber nur 50 Stück kaufen will, dann äh, ja, es ist schwer, das zu matchen. Und Marktmacher sind hier in der Mitte die Schnittstelle. Sie sitzen auf einem Bestand von Token und können halt eben solche äh, Trades, die sonst nicht abgewickelt werden können, äh, bedienen und den Markt dadurch machen. Das ist jetzt mal eine sehr stark vereinfachte Erklärung. Ich glaube, der ein oder andere Trader wird vielleicht ein bisschen zusammenzucken, aber das soll jetzt erstmal nur im Prinzip erklären, was diese Marktmacher prinzipiell machen. Im Krypto-Space und jetzt bei dieser Geschichte wurde aber aufgedeckt, dass sie wohl einen Schritt weiter gehen und sowas wie einen Pump and Dump as a Service anbieten, also quasi einen Dienst, der Pump and Dump ähm, Aktivitäten erlaubt. Also dazu gehört halt das Handelsvolumen künstlich aufblasen, Charts faken, für FOMO sorgen und dann diese Coins an unwissende Retailer verkaufen. Und ähm, ich sag mal, im Krypto-Space unter Insidern, ist oder sind diese Praktiken von Marktmachern sowas wie ein ähm, offenes Geheimnis, wobei nicht immer klar war, an welchem Ausmaß und welche Firmen genau solche Praktiken oder solche Aktivitäten praktizieren? Das klingt ja wie ein Krimi, und eigentlich klingen dann die Marktmacher, wie du sie gerade skizziert hast, zumindest die, gegen die jetzt ermittelt wurden, eher nach Marktmanipulatoren als nach Marktmachern. Ich frage mich, das ist ja eine größere Ermittlung, die da, denke ich, ähm, vorher passiert ist. Wie kam denn das FBI diesen Unternehmen auf die Schliche? Ja, und hier äh, musste ich auch etwas schmunzeln. Es waren auf jeden Fall keine GDs am Werk, denn auf der Webseite von Godbit werben die tatsächlich ganz offen damit. Äh, und ich zitiere hier, Durchführung einer maßgeschneiderten Wachstumsstrategie für ihre Token. Das klingt erstmal relativ harmlos. Primäres Ziel sei es, Kaufdruck in ihrem Markt zu erzeugen. Und hier ähm, ja, ist dann eigentlich ganz eindeutig, was gemeint ist. Und die, das FBI folgte letztendlich einfach dieser Spur. Und, und das ist der, der eigentliche Plot Twist bei dem Ganzen, das FBI übernahm dabei, also bei den verdeckten Ermittlungen quasi die Rolle eines D-Gen-Developers an. Und sie gründeten dafür ein eigenes Kryptounternehmen namens NextFund AI und lancierten einen eigenen Token auf Ethereum. Und ja, die beschuldigten Unternehmen, die schluckten diesen Köder, äh, beteiligten sich mutmaßlich an der Manipulation des Tokens, also ähm, boten ihre Dienste an und gingen so letztlich den Ermittlern ins Netz. Tja, und wenn ihr DJs euch da draußen jetzt fragt, ob ihr in diesen Token investieren könnt, nein, könnt ihr nicht, habe ich auch nachgeguckt. Das FBI hat natürlich kein Interesse daran, ähm, ja, da noch dran mitzuwirken, dass sich da dann Investoren die Finger verbrennen. Also ähm, den Token, das war ein reiner Köder, um eben diesen Unternehmen ja da so eine Art Falle zu bauen. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, so what? Wurden halt ein paar Scam-Buden hochgenommen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wir hatten größere Fälle, FTX zum Beispiel, aber welche Auswirkungen auf den Kryptospace erwartest du jetzt? Ja, also man muss da nicht, äh, zunächst einmal sagen, dass Godbit und Co. ja nur sowas wie die Spitze des Eisberges sind. Wir haben es gerade angesprochen, sie haben sich nicht gerade geschickt angestellt und waren dem auch leicht zu finden. Die ist jetzt natürlich, wiefern laufen diese Praktiken im Hintergrund weiter bei nehmen, die es vielleicht auch ein bisschen besser verbergen können. Und äh, auch die Frage, wie viele Ermittlungen oder andere Ermittlungen laufen jetzt auch bereits zu solchen Fällen. Vor einigen Mon Monaten haben wir die Nachricht zu Jump Crypto gesehen. Das ist eine andere große Trading-Firma, also beziehungsweise Jump ist die Trading-Firma. Jump Crypto ist so der Krypto-Ableger. Und äh, hier gab es Berichte über laufende Ermittlungen des DOJ. Das hatte Forbes berichtet. Und äh, auch da steht dies, das Unternehmen möglicherweise im Verdacht, äh, den Markt manipuliert zu haben. Sie waren zum Beispiel in den Terra-Luna-Fall äh, involviert. Und hier könnte also, also, es gab noch keine Ergebnisse in diesem, diesem Fall, in dieser Untersuchung, hier könnte also der nächste große Knall folgen. Und es geht also mehr darum, um die Sachen, die wir nicht wissen, als die Sachen, die wir jetzt äh, wissen. Also wie gesagt, die Spitze des Eisberges. Äh, nur einen Tag nach diesem, äh, ja, nach dieser Nachricht, also nach der Nachricht über den den skandal ähm, gab es einen weiteren Schlag der US-Börsenaufsicht und zwar gegen einen anderen großen Kryptomarktmacher, Cumberland. Und das ist tatsächlich der größte Kryptomarketmaker. Und ja, ich sag mal, in diesem Fall ist es fast schon ein Klassiker, was die SEC betrifft. Sie wirft Cumberland eben den Handel mit unregistrierten Wertpapieren vor. Ähm, dazu zählt sie tatsächlich Solana als auch Polygon. Und Cumberland hat jetzt in diesem Fall bereits den Kampf angesagt, aber wir sehen, diese Kryptomarktmacher, die stehen zunehmend im Fokus der Behörden. Und ähm, was ich glaube, was hier passiert, ist, dass die. SEC, das DOJ und das FBI jetzt mit dem Fall gegen Godbit und den anderen einen Präzedenzfall geschaffen hat, um eben gegen solche zentralisierten Strukturen im Kryptospace vorzugehen. Ich habe es ja eingangs erwähnt: die Marktmacher, die machen den Markt, die haben sehr viel Einfluss und Macht im Kryptospace, weil sie halt eben einen Großteil der Trading-Aktivitäten ermöglichen. Und ähm, bei ihnen ist entsprechend viel Macht konzentriert und sie können die Kursbewegung steuern und sorgen da, demnach halt auch für Handelsaktivität. Wenn man sie auslöscht, dann bedeutet das im Grunde, dass man Krypto gewisserweise den Liquiditätshahn zudreht. Also man unterbindet diese Trading-Aktivitäten. Und so sehr wir uns natürlich wünschen, dass der Krypto-Space ähm, ein Product Market Fit hat, von Utility geprägt ist, Trading-Aktivitäten dominieren nun mal aktuell den Use-Case im Krypto-Space. Das heißt, wenn man das Trading unterbinden kann, indem man Marktmacher auslöscht, dann kann man durchaus einen schweren Schlag gegen die Kryptobranche landen. Und ähm, ja, eben durch die Auslöschung solcher Liquiditätscluster. Das würde ja erstmal voraussetzen, dass es das Ziel der SEC ist, das zu machen. Ähm, Wüsste ich jetzt nicht, ob... Man das so sagen kann, aber ich finde es schon interessant, dass da, also es scheint ja wirklich so zu sein, dass wenn du als Unternehmen nur so Token-Coins wie Solana und Polygon in die Hand nimmst, die eventuell im Verdacht stehen, eine Security zu sein, dann kriegst du es irgendwie mit der SEC zu tun. Das scheint ja irgendwie auch so das Signal zu sein, was da gesendet wird. Könnte man deiner Meinung nach auch argumentieren, dass es dann vielleicht besser ist, wenn solche Akteure aus den Space verlassen? Ja, das ist hier so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finde ich, dass wenn die SEC einen Sektor oder einen Bereich reguliert, dann eben diesen, also tatsächlich sind die Marktmacher, die bewegen sich häufig in so regulatorischen Grauzonen. Im traditionellen Sektor ist das halt ein sehr streng regulierter Sektor. Bei Krypto sieht das immer so ein bisschen anders aus und ich finde, hier ist die SEC tatsächlich richtig, auch in ihrer Rolle als US-Börsenaufsicht, den, ja, ich sag mal, ordnungsgemäßen Handel, ähm, auch wenn es jetzt Kryptotoken sind, zu gewährleisten oder zumindest den ordnungsgemäßen Handel äh, zu regulieren. Äh, immerhin, kann man ja auch sagen, wurde hier auf Kosten von Kleinanlegern und Unwissenden getäuscht. Das heißt, das waren letztendlich die Opfer, die halt irgendwie nicht wissen, wie diese Praktiken vonstatten gehen oder die wirklich glauben, dass wenn der Kurs eines Tokens steigt, dann liegt es an fundamentalen Werten und nicht äh, daran, dass irgendwie Marktmacher im Hintergrund diesen Token hochpushen. Ähm, und es ist hier auch tatsächlich anders als in anderen Fällen im Kryptospace space gegen etwaige US-Behörden schwer zu argumentieren, dass eine gewisse Dezentralität gegeben sind. Es sind zentralisierte Unternehmen, die aufgrund ihrer Machtposition den Kryptohandel manipulieren können zumindest. Ich will ihnen nicht allen unterstellen, dass sie den Kryptohandel manipulieren, aber wie gesagt, im Kryptospace ist es ein offenes Geheimnis, dass diese Entitäten nun mal sehr viel Macht besitzen und ähm, wir wissen ja eigentlich oder wir sollten besser als alle anderen wissen, dass wir uns eigentlich eine Dezentralität wünschen und ja meiner Meinung nach zumindest was so Akteure wie Godbit und so weiter betrifft, äh, ist diese Entgiftung tatsächlich Nötig oder könnte sie nötig sein? Ähm, und ich hatte es ja vorhin gerade angesprochen: Es ist vielleicht der nötige Schritt, um Krypto weniger auf sehr stark spekulative Anwendungen, Trading-fokussiert sind, zu konzentrieren und wieder mehr auf den Utility-Fokus zu wechseln. Also ähm, die jetzige Situation, die bietet natürlich viel Potenzial für Außenstehende, die gar nicht wirklich an der Kryptobranche an sich interessiert sind, sondern nur an dem. Relativ unregulierten Charakteristiken und die dadurch entstandenen Chancen, Geld damit zu verdienen. Und ich würde vielen Marktmachern, auch denen, die jetzt hier in diesem Fall Hops genommen wurden, unterstellen, dass das ihre eigentliche Motivation war. Und sie natürlich, weiß ich nicht, die Kryptobranche, dass sie, die halt eben nicht in ihrem Interesse ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ein massenhaftes Abwandern der Marktmacher wirklich ähm, katastrophal für den Space wäre, muss man auch so sagen. Letztes Jahr hat sich das auch gezeigt, da sind viele Marktmacher abgewandert aus dem Kryptospace. Die Liquidität wurde dünner, also die Handelsaktivitäten sind so ein bisschen stagniert. Und ja, je weniger Liquidität dort ist, desto leichter ist es halt auch für Kursschwankungen zu sorgen. In diesem Fall dann nicht von den Marktmachern, sondern beispielsweise durch Kryptowale. Die müssen dann nur große Mengen an Coins irgendwie zu Börsen schicken und die dort handeln. Und schon haben die wieder mehr Macht und Kontrolle über die Kursbewegungen. Und deswegen ist hier tatsächlich eine gewisse Balance gefragt. Also, es braucht eine maßvolle Regulierung. Und ähm, da zeige ich tatsächlich auch mit dem Finger auf die SEC und sage, dass sie hier eine gewisse Balance finden muss. Nun kann man natürlich, du hast es ja auch angesprochen, argumentieren, was sind ihre eigentlichen Absichten. Aber, und da gab es jetzt auch diese Woche die Nachricht, dass selbst die ähm, SEC-Kommissarin selbst, also in diesem Fall Mark Ujeda Uy heißt der gute Herr, ähm, die kritisieren mittlerweile auch den bisherigen kryptoansatz der us-börsenaufsicht und er nennt ihn sogar eine katastrophe für die gesamte branche ganz kurz was ist ein sec kommissar das ist nicht der vorsitzende oder genau der vorsitzende ist gary gensler und ihm unterstellt sind glaube es sind fünf weitere personen und einer dieser ist dieser mark ojeda mhm. äh, tatsächlich kommt es aber in einigen fällen dazu dass alle fünf, beziehungsweise der Chair, dann auch ähm, bei bestimmten Entscheidungen abstimmen. So zum Beispiel bei den Bitcoin-ETFs, die immer im Januar genehmigt wurden. Da stimmten, glaube ich, ähm, zwei gegen den Bitcoin-ETF oder die Genehmigung, zwei dafür. Und letztlich war es der Chair Gary Gensler, der selbst ähm, durch seine Entscheidung dafür sorgte, dass der Bitcoin-ETF in die Wege geleitet wurde. Wahrscheinlich, weil er es musste. Darüber lässt sich natürlich streiten. Und ähm, ja, meiner Meinung nach sollte sich. Um wieder jetzt den Schlenker zurückzumachen, die Regulierung eben darauf fokussieren, die wirklich zwielichtigen Akteure aus diesem Space auszuschalten, aber auch Firmen und Entitäten mit guten Absichten mehr Zugang zu ermöglichen. Und ich glaube, hier hinkte der Regulierungsansatz der SEC in den letzten Jahren und auf jeden Fall unter der Führung von Gary Gensler. Und das Ganze geht ja in ein Stichwort. Oder das hat mit deinem Stichwort zu tun, das nimmt sich die US-Börsenaufsicht ja selbst vor. Das Ganze ist Capital Formation. Also sie, das ist eigentlich auch die Aufgabe der SEC, sie soll für die Formierung von Kapital sorgen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das theoretisch auch im Sinne des space ist, beziehungsweise dass Krypto eben genau das auch versucht. With Aber ja, wir ziehen jetzt da mal den Schlussstrich ähm, und kommen zu dem nächsten Thema. Wir bleiben aber bei Enthüllungen und es ist die vermutlich größte Enthüllung äh, dieser Branche, die wir diese Woche vermeintlich gesehen haben, denn die 100-minütige HBO-Doku Money Electric, the Bitcoin Mystery sorgte für großes Aufsehen. Der Regisseur Cullen Hoback will nämlich den Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto enttarnt haben. Daniel, Daniel sage ich schon. David. <laughs> Klassiker. Du weißt, wer es ist. Ja, ähm, jetzt wissen wir es alle. Satoshi Nakamoto ist Peter Todd. Zumindest behauptet das der Regisseur. Und glaubst du ihm? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also. Nee, <laughs> ich glaube ihm nicht. Also, es gibt halt so ein paar Indizien, aber Beweise kann man das auch nicht nennen. Und Peter Todd selber streitet die naja, Andichtung, sage ich mal, auch ab. Aber komm, dann lass uns doch mal ein bisschen Detektiv spielen. Was sind denn genau die Indizien, die da genannt werden? Ja, also, es gibt vor allem zwei Indizien. Und eines davon, ähm, da geht es um einen Beitrag im Bitcoin Talk Forum von 2010. Also tatsächlich auch nur ein Jahr, nachdem Bitcoin gelauncht wurde, also genau, das bitcoin whitepaper wurde 2008 geschrieben und der Genesis-Block wurde 2009 gelauncht. und 2010 gab es dann schon dieses Bitcoin-Talk-Forum, wo sich die damaligen OGs und Cypherpunks ausgetauscht haben über Bitcoin und die Entwicklung. Und ähm, in der Doku wird es eben so dargestellt, dass Peter Todd da einen Satz beendet, den Satoshi Nakamoto, also der anonyme Erfinder von Bitcoin, vorher begonnen hatte und Cullen macht daraus dann so eine Story, dass Todd sich vergessen hat, mit dem Account von Satoshi, weil er ja auch Satoshi ist, dann anzumelden und halt als Peter Todd einen Satz beendet, der aber eigentlich unter Satoshi publiziert werden sollte. Hm. Finde ich so ein bisschen dünn. Er liefert dann noch andere Beweise in Anführungsstrichen, nämlich auch ähm, so eine Schreibstilanalyse. Und da kommt er zu dem Ergebnis, dass Todd ja auch den britischen, englischen Stil nutzt, genau wie Satoshi, denn Peter Todd kommt tatsächlich aus Kanada und diese Art von Analyse kennen wir schon. Da gibt es immer wieder Hinweise, da hat auch jemand mal ein wissenschaftliches Paper geschrieben, das dann zu dem Schluss kam, dass eigentlich Nick Sabo Satoshi Nakamoto ist, weil da sich der Schreibstil irgendwie noch weiter ähnelt. Und ja, das sind zwei Indizien und sicherlich notwendige Bedingungen, aber nicht hinreichende, um jetzt wirklich zu sagen, ja, Peter Todd ist Satoshi ganz interessant, weil im Vorfeld war groß angekündigt worden bei der Doku. Wir haben Satoshi enttarnt und da gab es bei Polymarket schon Wetten, wer es dann jetzt ist und die üblichen Verdächtigen, also Nick Sabo, Hal Finney und äh, Adam Beck waren da weit oben im Kurs und ja, unter ferner liefe dann auch ähm, Peter Todd, beziehungsweise den muss hätte man, auf den hätte man nur wetten können, wenn man ähm, auf andere, ja, die Kategorie andere gewettet hätte. Also den hatte im Prinzip keiner auf dem Schirm und deswegen auf jeden Fall gutes Marketing für den Film, weil äh, das schon eine Überraschung war, dass der Film jetzt der Meinung ist, Peter Todd ist Satoshi. Aber um mal auf deine Frage zurückzukommen, äh, für mich sind die Hinweise zu dünn. Vor allem, weil Peter Todd zu Zeiten des Bitcoin White Papers 19 Jahre alt gewesen ist und gerade mal einen Abschluss in bildender Kunst hatte. Also, da kam irgendwie ganz frisch äh, vom College. Und um Bitcoin zu programmieren, muss man schon tiefer gehende Kenntnisse über Kryptographie und Programmierung äh, haben und da wahrscheinlich auch schon länger irgendwie der Cypherpunk-Bewegung angehören. Was ich aber ganz witzig finde, und da wurden jetzt Teile von dieser Doku auch geleakt ist die Konfrontation des Regisseurs mit Peter Todd und äh, Adam Beck, die da irgendwo in Tschechien stehen. Keiner weiß, was die da eigentlich machen. Und äh, da äh, erzählt dann der Regisseur den beiden, warum er denkt, ähm, dass jetzt Peter Todd Satoshi Nakamoto ist. Und wir haben euch diesen Abschnitt mal mitgebracht und da hören wir jetzt kurz rein. I mean Yeah, you know, you're very concerned about all the privacy stuff. Uh, so you reach out to your old buddy Adam Back. You say, We need to do something about this, but we need to pay the devs. But you can't join Blockstream because it would look too uh, suspicious. So you don't. I will admit, you're pretty creative. You come up with some crazy theories, <laughs> it's ludicrous. But it's the sort of theory someone who spends their time as a documentary journalist would come up with. So yeah, yeah, I'll say, Of course, I'm Satoshi and I'm Craig Wright. And yes, I was definitely covering. Ja und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann die Körpersprache von Todd so gar nicht lesen. Also er wirkt so ein bisschen befangen und es ist ihm scheinbar unangenehm, dass er da jetzt so konfrontiert wird. Er macht dann irgendwie so ein paar Witze. Da könnte man schon sagen, na, da hat er ihn jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Aber könnte genauso gut heißen, dass er mega überrascht war, dass jetzt irgendwie der Regisseur um die Ecke kommt und ihn für Satoshi Nakamoto hält. Adam Beck steht da irgendwie dann so im Hintergrund und lacht sich einen ab, ist irgendwie eine, eine ganz witzige Szene, die glaube ich ziemlich viel Meme Potenzial hat und äh, Meme Potenzial hat auch der zweite Abschnitt, den wir euch hier mitgebracht haben, den wir auch mal kurz reinschauen. I well, th I don't think they would be very happy with this conclusion because it's pretty <laughs> controversial within the community at this point. No, I, I suspect a lot of them will be very happy if you go this route because it's going to be like yet another example of journalists really missing the point in a way that's very funny. What is the point though? The point is to make Bitcoin the global currency. And people like you being distracted by nonsense can potentially do good on that. Was ich aber insgesamt an der Story eigentlich am interessantesten finde, ist, dass Peter Todd jetzt vielleicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, ähm, weil er sich eben auch als Bitcoin-Entwickler ziemlich verdient gemacht hat. Der ist nämlich Kryptograf und Developer, eben seit der ersten Stunde, wie gesagt, 2010 schon Bitcoin Talk-Forums Veteran. Und vor allem bei zwei großen Themen von Bitcoin hat er mitgewirkt. Ähm, und zum einen war das, ähm, da war eben ein starker Vertreter der Small Blocks. Ähm, like, wer es noch kennt, die Block Size Wars, also kurz umrissen, gab es eben die Idee, wie skaliert man Bitcoin, macht man die Blöcke größer, dass mehr Transaktionen reinpassen und deswegen ähm, der Durchsatz steigt oder lässt man die Blöcke klein und äh, steigert den Transaktionsdurchsatz eben durch Second Layer-Netzwerke wie die Lightning. Zweiteres hat sich durchgesetzt, unter anderem auch, weil Peter Todd ähm, da stark für argumentiert hatte und so sein bekanntestes Projekt ist eigentlich das Replace by Fee Feature, das ermöglicht dir, wenn du eine Transaktion machst und die mit zu wenig Transaktionsgebühren versiehst, kannst du dann im Nachgang äh, die Transaktion nochmal bumpen, also ja mehr Gebühren dranhängen und dann wird die wahrscheinlich schneller verarbeitet. Ähm, ja, das war eines seiner großen Projekte. Ja, ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ähm, wenn ich, äh, ich fand die Doku persönlich, ich habe sie nicht geguckt, aber jetzt auch das äh, Video, was du gezeigt hast, fand ich doch recht cringy. Und wenn ich etwas Gutes aus dieser ganzen Saga rausnehmen würde, dann, dass es uns nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, dass Bitcoin ja nicht nur ein Einzelprojekt oder eine Einzelleistung war, sondern auch eine Leistung mehrerer sehr hochbegabter Entwickler. Und ähm, auch dadurch, dass man auf Polygon, äh, nicht Polygon, sondern Polymarket äh, wetten konnte, wer zumindest von HBO als Satoshi Nakamoto enthüllt wird, ähm, konnte man auch noch mal sehen, wer an diesem Projekt mitgearbeitet hat. Also Namen wie Hal Finney sind gefallen, aber auch Len Sesselman, den ich vorher gar nicht kannte, der aber auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung Bitcoins hatte oder jetzt halt auch eben Peter Todd, den vorher niemand kannte. Und das Ganze wurde ja auch so ein bisschen als Meme zusammengefasst, als wir sind alle Satoshi. Und ähm, Adam Beck hat es auch, glaube ich, gesagt. Es ist wahrscheinlich besser, wenn die wahre Identität von Satoshi Nakamoto niemals zum Vorschein kommt. Aber gut, wir bleiben mal ein bisschen bei Bitcoin, beziehungsweise nicht ganz bei Bitcoin. Es geht zumindest um die Bitcoin-Dominanz. In letzter Zeit klang es ja bereits etwas häufiger an. Die Zeichen mehren sich, dass die Bitcoin-Dominanz nun so langsam ihren Höhepunkt erreicht hat. Steht uns damit also eine Altcoin-Season bevor, David? Und was ist eigentlich genau nochmal die Bitcoin-Dominanz? Genau, also die Bitcoin-Dominanz beschreibt im Prinzip den Wert, den Bitcoin, also die Marktkapitalisierung von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung hat. Also, ähm, die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist ungefähr eine Billion und sagen wir mal, der Gesamtkryptomarkt ist zwei Billionen wert, dann ist die Bitcoin-Dominanz ziemlich genau 50 Prozent. Und ähm, die ist gewissen Fluktuationen ausgesetzt, logischerweise. Also, in den letzten Jahren ist sie eher gestiegen. Ähm, aktuell steht sie so bei 57 Prozent. Das ist vergleichsweise hoch, das heißt, Bitcoin ist im Kryptomarkt das relativ dominante Asset und hat dann auch in den letzten Jahren die Altcoins tendenziell ausperformt. Natürlich gibt es Ausnahmen, also zum Beispiel Solana hat auf dem Zeitraum besser performt als Bitcoin, aber grundsätzlich war Bitcoin dann schon eine gute Idee. Jetzt gibt es aber Meinungen und zwar konkret von einem Asset Manager namens Swiss One Capital, die ähm, ja, der Meinung sind, dass die Bitcoin-Dominanz sinkt. Und die begründen das mit einer Korrelation zum Zinsniveau. In anderen Worten, wenn die Zinsen, also die Leitzinsen, vor allem die in den USA hoch sind, dann ist auch die Bitcoin-Dominanz hoch und bei geringen Zinsen ist sie eher geringer. Und wir wissen ja jetzt, die FED hat die Zinswende eingeleitet und das könnte sich auf den Kryptomarkt auswirken. Ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Ich habe jetzt die Korrelation nicht persönlich geprüft, da muss man jetzt erstmal einfach glauben, dass das stimmt und dass das auch ähm, ja, statistisch signifikant ist. Aber wenn es stimmt, erschiene es mir schon logisch, weil natürlich ähm, Altcoins in der Regel ein höheres Risikoprofil haben. Und ähm, wenn die Liquidität. Ja, am Markt eher steigt, dann ähm, sind Anlegerinnen und Anleger vielleicht eher bereit, die auch in riskantere Assets zu schieben und dann nicht mehr, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, in den sicheren Hafen Bitcoin. Und ähm, ja, die Autoren dieses Papers gehen vor allem davon aus, dass da Ethereum profitieren könnte. Gehst du damit, mit, Johannes? Äh, ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir haben da ja auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen und es ist auch irgendwie gut, nochmal so ein bisschen das Resümee zu ziehen, beziehungsweise es hat sich auch. Einiges ähm, verändert seither. Um erstmal deine Frage zu beantworten, ich stimme dieser These zunächst zu. Sie klingt erstmal schlüssig und stimmig. Aber meine Beobachtungen gehen da auch ein bisschen ähm, auseinander. Oder die Beobachtungen von der These und meinen Beobachtungen gehen da ein bisschen auseinander. Ähm, ich habe nämlich in den letzten Monaten das Gefühl, dass Ethereum so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt. Äh, ich verfolge da teilweise die Analysen von Benjamin Cowen. Das ist ein On-Chain-Analyst, ähm, auch relativ bekannt im Kryptospace space Und man mag von seinen Analysen halten, was man will. Er, die sind durchaus kontrovers. Und eine seiner Analysen zeigt halt eben auch eine Korrelation zwischen Ethereum und den Leitzinsen und Bitcoin. Und ähm, er weist darauf hin, dass Ethereum beim Absenken der Leitzinsen, ich glaube, es waren die letzten zweimal oder die das letzte Mal, dass Ethereum da tatsächlich äh, 70 Prozent gefallen ist, als die Leitzinsen das erste Mal gesenkt wurden. Mhm. Ähm, quasi als eine Reaktion auf eine Krise. Ich glaube, es war die Corona-Krise letztendlich. Ähm, weil, und ich glaube, das ist auch schon mehrfach im Invest-Podcast besprochen worden, es kommt immer darauf an, aus welchem Grund die Leitzinsen gesenkt werden weil es jetzt einfach das normale Prozedere ist, die Inflation geht zurück, ähm, dieses Soft Landing, was die Fed ja da versucht zu erreichen, ähm, oder weil irgendwie eine drohende Rezession bevorsteht oder tatsächlich schon eingetreten ist und die Leitzinsen massiv abgesenkt werden müssen, um halt eben wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Ähm, und da hat sich tatsächlich eine negative Korrelation bei Ethereum gezeigt. Ähm, und ich finde, es ist auch immer noch mal zu unterscheiden Ethereum, Bitcoin und der restliche Altcoin-Markt. Äh, meine persönliche Meinung ist, dass sowohl Ethereum als aber auch der restliche Altcoin-Sektor, wenn die makronymischen Bedingungen es hergeben, also diesen Risk Appetite, den du schon angesprochen hast, wenn der gegeben ist, dass dann die nächste all season auch kommt. Aber der Alt-Sektor selbst steckt aktuell in einer Identitätskrise und da zeigt sich, dass die Marktstrukturen diesmal vielleicht sogar anders sind als noch in den Zyklen davor. Ähm, viele oftmals von Venture Capital, Venture Capital Gebern gepushte Token, die ja vorgeben, eine Utility zu haben, aber in Wirklichkeit keine haben oder zumindest keine wahrgenommene Utility haben. Ähm, da sind wir wieder bei dem Stichwort Marktmacher, ähm, die könnten oder die haben, das hat sich schon jetzt in den letzten Monaten gezeigt, die haben echt schlecht performt und stattdessen waren es die Meme-Coins, die wirklich stark performt haben. Ich glaube, viele Zuhörer sind es vielleicht mittlerweile leid, von Meme-Coins zu hören, weil es zeigt sich halt einfach immer wieder, dass es eben diese Token sind, die ähm, gut performt haben in den letzten Monaten. Und sehr interessant war in der Hinsicht auch ein, eine heiß diskutierte, diskutierte These des Krypto-Traders Murat von der Token 2049, der von einem Meme-Coin-Supercycle spricht. Also die Theorie hier könnte sein, dass ähm, mit dieser Absenkung der Leitzinsen ein direkter Sprung stattfindet zum äußersten Rand des Risikospektrums. Das heißt, das Trader von Bitcoin, also die Bitcoin-Dominanz wird sinken, die Altcoin-Season kommt, aber Trader überspringen halt eben diese. Ja, Pseudo-Utility-Token ähm, und gehen direkt zu den Meme-Coins und dass quasi dieser Meme-Coin-Cycle äh, entsteht ähm, und dort halt eben die größten Kursgewinne sind. Das ist zumindest eine Ansicht, die man haben kann und ähm, die mittlerweile halt auch sehr viele Krypto-Trader im Space haben, weil sie so ein bisschen den westlichen Altcoin-Sektor aufgegeben haben. Und die andere sehr klassische und gemäßigtere ähm, Theorie dahinter ist so dieses, was wir häufig gesehen haben. Es kommt Bitcoin, dann sinkt die Bitcoin-Dominanz, dann gehen die Trader über zu Ethereum und mit Ethereum wird dann halt auch der breitere Altcoin-Sektor angesprochen, ähm, beispielsweise weil wenn die Leitzinsen sich senken, dann werden ähm, Renditen im DeFi-Sektor möglicherweise wieder attraktiver für ähm, auch institutionelle Anleger dann erstmal Ethereum kaufen müssen, um erstmal in den DeFi-Sektor auch zu kommen. Und ähm, wir haben es ja jetzt auch gesehen mit den ETFs, dass das Kapital, was dann in den Sektor kommen könnte, das ist dann vielleicht auch stärker institutionell geprägt. Und die haben ja dann eigentlich auch weniger Meme-Coin-Season im Sinn, sondern wollen wirklich auch schauen, wo steckt dann tatsächliches Potenzial oder Utility-Potenzial im Crypto-Space. Also... Sind dann vielleicht eher darauf aus, in, in, ähm, in Sektoren wie KI, Deepin, generelle Infrastruktur, Layer 1 oder Layer 2 Token zu investieren, statt derzeit halt in hochriskanten Meme Coins. Und ja, hier entwickelt sich so gewissermaßen ein Tauziehen zwischen den, der Degen-Theorie und der Grown-Up-Theorie, wenn ich das so sagen kann. Was bist du, Degen oder Grown-Up? Ich glaube, ich bin im Herzen immer ein Degen. Sehr gut. Ja, ähm, aber ich, ich, auch im Hinblick auf unsere erste, auf unser erstes Thema finde ich es nicht verkehrt, wenn in diesem Space mehr und mehr Grown-Ups auch äh, Einfluss haben, um <laughs> das Ganze etwas zu mäßigen, muss ich auch dazu sagen. Hm. Ähm, ja, und äh, meine persönliche Hoffnung und auch für das Image dieser Branche ist natürlich auch, dass wir einen etwas gemäßigteren Kurs haben mit mehr Utility, ähm, weil man kann über die Memes halten oder man kann von den Memes halten, was man will. Ähm, es ist einfach nicht gut für das äußere Image dieser Branche, wenn eben das die Hauptutility, der Hauptzweck für äh, das, die Existenz von so vielen Layer-One-Blockchains und so weiter ist. Ähm, <laughs> tatsächlich sagt mir halt auch, aber auch mein Bauchgefühl, und da im Herzen bleibe ich ein DJ, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es äh, tatsächlich die Memes sein könnten, die outperform einfach, weil dieser Space crazy ist und ähm, alles kann passieren. Ja, ich finde Murats These eigentlich relativ schlüssig. Also, so, er sagt ja auch, dass nach oben hin der Wert von Utility Token natürlich auch gekappt ist, dadurch, was die für ein Revenue beispielsweise machen. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen Staking Coin habe, der so und so viel abwirft, dann ist da ja auch irgendwie eine Art von Grenze, äh, was so ein Token wert sein kann. Und Meme Coins sind im Prinzip so das purste Spekulationsobjekt des Internets. Da geht es eigentlich um nichts als das Meme. Und die Wertsteigerung. Und wenn da irgendwie so das Kollektiv sagt, SPX äh, 69, sonst was geht irgendwie auf eine <laughs> Milliarde, dann wer weiß. Also, so ist ja die Argumentation. Und irgendwie äh, finde ich das eigentlich fast relativ schlüssig. Deswegen, ja, bin ich da bei dir. Es ist irgendwie ein Phänomen, mit dem man sich so langsam ernsthaft auseinandersetzen muss. Auch wenn es einem vielleicht, also gerade auch als Bitcoiner, sicherlich nicht schmecken wird. Und es ist. Hochspekulativ alles, aber ich bin da einer Meinung mit dir, dass ich glaube, dass wir da noch relativ viel sehen werden in diesem Zyklus. Ja, und bevor ich es vergesse, Grüße gehen raus an meinen Papa, der heute zum ersten Mal zuhört. Dem haben wir jetzt eine, eine Podcast-App aufs Handy gespielt. Liebe Grüße. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wie gesagt, sehen wir uns dann nächste Woche in dem anderen Channel, ähm, genau BTC Echo Podcast. Da findet ihr dann auch den Recap Podcast und den Invest und den Expert. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche dort. Macht's gut.